Wir haben gegen KFC Uerdingen ein richtig gutes Spiel geliefert. Meine Mannschaft hat unwahrscheinlich viel investiert in dieses Spiel, hat auch speziell in der ersten Halbzeit das Spiel völlig ausgeglichen gestaltet. Und leider, wir wussten es vorher, die Standardsituationen vom KFC Uerdingen sind sehr gefährlich, haben sehr große, kopfballstarke Spieler drin. Das Spiel ist so gelaufen, dass wir 2-0 gewonnen haben, das ist Pokal. Jetzt letztendlich nur um den Sieg und ich denke, wir mussten Geduld beweisen, aber wir haben die für uns ja ungewohnten Bedingungen angenommen mit dem Kunstrasen und mit einer Mannschaft, die ja doch verstärkt über Konter spielt, kommt und sich ein bisschen mehr auf die Defensive konzentriert. Da war Geduld gefordert und das hat die Mannschaft bewiesen. Wir wussten, dass wir vielleicht einen Standard brauchen, um mal so das Spiel zu öffnen. Heute war es genau so und ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir das insgesamt sehr souverän runtergespielt. Also wir standen über 90 Minuten eigentlich immer stark, haben auch gut gespielt. Aber jetzt die zwei Standards, die wir reinbekommen haben, waren natürlich unglücklich. Der erste, der fliegt durch den 16er, durch den 5er und dann staubt der 7er eben ab. Und das zweite war auch eine gute Flanke, gut eingeköpft und wir können uns eigentlich keinen Vorwurf machen, wir standen immer gut. Und das war halt dann wichtig, dass wir das 1-0 gemacht haben. Da ist, glaube ich, von jedem so ein bisschen die Last abgefallen. Haben danach auch, hat man gesehen, befreiter aufgespielt und ja, dann am Ende eigentlich bis auf ein, zwei Chancen, die wir noch hatten, souverän runtergespielt. Wir können noch viel verbessern. Wir sind auch gerade erst so im Prinzip am Anfang. Wir haben 11 neue Spieler im Team und neues Trainerteam. Das muss sich alles finden. Das geht sicherlich nicht in 5 Wochen. Wir werden auch hier und da nochmal sicherlich auch ein Spiel verlieren, weil die Abstimmung da noch nicht passt oder das blinde Verständnis noch nicht passt. Aber wir haben schon noch eine Menge Arbeit vor uns, um insgesamt noch stabiler zu werden und defensiv noch weniger zuzulassen als heute. Man muss damit rechnen, dass man gegen Uerdingen, wenn man im Niederrhein-Pokal gegen die spielt, auch dann in der ersten Runde rausfliegt. Das haben wir gemacht, aber wir können sehr viele positive Dinge für uns mit in die Meisterschaft nehmen.